Helga! Halt doch nicht deinen Arsch noch in die Kamera. So, meine lieben Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist unglaublich, endlich schaffe ich es mal, dieses Video zu drehen. Und Helga wollte unbedingt dabei sein. Oh, du bist schon so groß geworden. Guck mal, kuschel dich dazu, Elfriede, aufs Fensterbrett, da ist schön kühl. Genau, und zwar wollte ich ein kleines Get Ready With Me machen und euch ein bisschen was erzählen, was in meinem Leben gerade so abgeht. Und zwar habe ich die Pille abgesetzt. Ja, ein privates Thema, aber als ich vorhatte, die Pille abzusetzen, vor kurzem, habe ich mir so viele Videos reingezogen und ich war dankbar für jedes Video, was hochgeladen wurde. Und dachte, sowas sollte man teilen, damit andere Leute, die sich vielleicht gerade dafür interessieren, auch Bescheid wissen und verschiedene Sichtweisen bekommen. Mir hat es sehr geholfen, diese Videos, und deswegen dachte ich mir, ich mache das auch mit meinen Erfahrungen. Helge. Ich würde sagen, ich fange an, mich zu schminken und erzähle euch mal nach und nach. Ich habe mir hier so ein bisschen Notizen gemacht, wie das Ganze so abgelaufen ist. Ich nehme mal Primer und Foundation bzw. getönte Tagescreme in einem, weil es ziemlich warm ist. Dann nehme ich die hier von Manhattan, die hatte ich lange nicht. Also, erster Punkt. Warum habe ich die Pille damals verschrieben bekommen und wie lange habe ich die Pille genommen? Ich weiß ganz genau, dass ich die Pille für 5,5 Jahre genommen habe. Und zwar, weil das genau der Zeitraum ist, wie ich mit meinem Freund zusammen bin. Ich habe die Pille nicht verschrieben bekommen, wie es bei manch anderen waren, wegen Hautproblemen oder halt Menstruationsproblemen, sondern ganz einfach, weil ich verhüten wollte. Und ja, weil ich mit meinem Freund, mit Alex zusammengekommen bin und wir ganz einfach verhüten wollten. Damals dachte ich, okay, Pille halt, ne? Meine Mama hat mich noch zum Frauenarzt geschleppt, weil sie hat sie ja auch genommen und ich dachte so, das wäre halt neben Kondom die einzige Möglichkeit. Man wurde da jetzt auch nicht weiter aufgeklärt. Die wurde halt einfach verschrieben. Ich wurde ein paar Sachen abgefragt und ja, dann habe ich die Pille verschrieben bekommen, ganz einfach. Ich habe mich da auch nicht groß drüber informiert, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, weil für mich war das damals irgendwie die einzige Möglichkeit, weil ja, das war halt da und man hat es halt bekommen. Es war halt ganz normal. Die habe ich dann auch für 5,5 Jahre genommen und habe mir aber halt keine Gedanken gemacht, was die Pille mit dem Körper so macht. Oh, war das jetzt ein bisschen zu dunkel? Ich weiß es nicht. Egal. Egal. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, und zwar zu den Beschwerden, die ich durch die Pille bekommen habe. Die Beschwerden, die ich durch die Pille bekommen habe, sind mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen. Ich hätte niemals, niemals in meinem Leben das verbunden mit der Pille. Also für mich war das halt, ja, mit der verhütet man halt, dadurch kriegt man keine Babys und fertig. Und mehr wusste ich halt darüber auch nicht. Ich war 16,5, als ich die Pille bekommen habe, also schon so gut wie aus der Pubertät raus. Jetzt habe ich sie abgesetzt und bin jetzt 22. Boah, wie machen das die ganzen YouTuber immer, die während sie sich schminken reden? Ich komme voll durcheinander. Hilfe. Die Beschwerden, die ich hatte, haben sich über all die Jahre eingeschlichen. Ich hatte absolut keinen Plan, dass es mit der Pille zusammenhängt, weil ich mir nie darüber den Kopf zerbrochen habe. Ich wusste natürlich, Thromboserisiko, da hat mich meine Frauenärztin schon aufgeklärt, bei der ich früher war, weil ich auch gesagt habe, dass ich rauche. Sehr witzig, da saß meine Mama mit im Zimmer und ich wollte die Frauenärztin aber nicht anlügen und meine Mama so, was, du rauchst? Und ich dachte mir so, naja, soll ich sie jetzt anlügen oder was? Einmal das Thromboserisiko, das war mir schon bewusst, aber sonst ist mir das nie so aufgefallen, dass ich Beschwerden durch die Pille hatte. Das ist mir jetzt erst im Nachhinein klar geworden, als ich mir diese ganzen Videos angeschaut habe und dachte, ey, das war genauso bei mir. Und habe dann erstmal reflektiert, dass es überhaupt von der Pille kam. Und das hat mir nochmal bestätigt, dass ich die wirklich absetzen muss. Dazu gehören zum Beispiel, viele haben in den Videos immer gesagt, Stimmungsschwankungen, wo ich mir dachte, jo, nein, war bei mir nie der Fall. Tatsächlich war es bei mir trotzdem der Fall. Aber
relativ am Anfang, als ich die Pille genommen habe, dann so mit 17, 18 hatte ich extreme Stimmungsschwankungen. Mein Freund musste viel aushalten. Es war richtig schlimm. Ja, aber ich glaube, spätestens mit 19 war das dann weg. Helga! Ich drehe gerade ein Video. Willst du auch geschminkt werden? Du hast doch schon Corpse Paint im Gesicht. Metal. Sie schiebt mir deinen süßen Arsch hier runter, komm. Was mir jetzt auch im Nachhinein bewusst geworden ist, was mich auch wirklich all die Jahre immer sehr, sehr belastet hat, wo mir aber auch nicht klar war, dass es mit durch die Pille kommen könnte, seit ich die Pille nehme. Also ich hatte, sag ich mal, vor der Pille so die meiste Zeit wirklich immer ein Normalgewicht von 58 Kilogramm. Ich bin 1,64 groß. 58 Kilogramm war zwar nicht so mein Idealgewicht, aber war halt immer normal. Also plus minus ein Kilogramm war halt das immer mein Gewicht. Und seit ich die Pille genommen habe, habe ich bis heute 13 bis 15 Kilo zugenommen. Also ich habe die 70er-Marke jetzt leider schon überschritten und das ist also, meine Schmerzgrenze ist way too much schon ausgereizt. Ich fühle mich absolut nicht mehr wohl in meinem Körper. Überhaupt nicht. Und das muss sich ändern. Und das war einer der Hauptgründe auch, wo ich gesagt habe, ich muss unbedingt die Pille absetzen. Bei mir hat sich das halt auch so gezeigt, dass ich über die Jahre etappenweise immer zugenommen habe. Ich meine, ja, das kommt nicht alles von der Pille, das ist mir bewusst. Natürlich auch Stress im Abi, in der Ausbildung, Lebensumstellungen. Natürlich habe ich mich jetzt auch nicht immer so gesund ernährt, muss man mit dazu sagen, aber das Komische war dann halt, dass ich das immer etappenweise zugenommen habe. Ich glaube, dann war ich irgendwann mal bei 62, dann mal bei 64, dann bei 67 und jetzt halt bei so 71 oder so. Weiß nicht, ich traue mich nicht mehr auf die Waage, um ehrlich zu sein. Deswegen weiß ich da jetzt gerade nicht so ganz Bescheid. Aber mein Problem war, dass ich nicht mehr abnehmen konnte. Auch wenn ich mich tagelang, das klingt jetzt scheiße, sollte man nicht machen, runtergehungert habe oder verschiedene Diäten ausprobiert habe oder extrem Sport gemacht habe. Ich habe vielleicht für kurze Zeit mal so 3 Kilo wieder verloren, aber die waren ruckzuck wieder drauf, obwohl ich mich wirklich zusammengerissen habe und ich konnte nicht abnehmen. Haut, ich hatte immer eine echt geile Haut, auch in meiner Pubertät hatte ich nie Probleme mit meiner Haut. Ja klar, hat man ab und zu mal hier ein Pickelchen, da ein Pickelchen, aber so wirklich Hautprobleme hatte ich nie. Ich habe normale bis, naja, nicht mal Mischhaut, eigentlich normale Haut. Da hatte ich wirklich immer Glück. Und die Pille, die ich bekommen habe, war ja auch gut für die Haut. Aber hat nicht viel geändert, sage ich mal, denke ich. Womit ich extrem Probleme hatte, auch von der Pille kam das hundertprozentig. Und zwar war ich immer sehr müde. Ich war rund um die Uhr müde. Ich hätte 14 Stunden am Stück schlafen können. Ich war antriebslos. Ich war durch die Pille motivationslos. Das hat mich extrem aufgeregt, weil ich sprudel vor Ideen. Ich habe so viel zu tun und ich will produktiv sein. Ich will was machen. Aber dann komme ich nicht hoch und dann sitze ich den ganzen Tag da und kann mich zu nichts aufraffen. Und diese Antriebslosigkeit, das ist auch depressive Verstimmung, das hat mich extremst belastet. Dazu kam noch jetzt durch Corinna, hatten wir 6 Wochen lang Beschäftigungsverbot, heißt, ich war 6 Wochen lang zu Hause. Ich bin ja Friseurin, für die, die jetzt neu dazu gestoßen sind. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass so Sachen auch psychisch in mir hochkamen, wo ich gar nicht gewusst hatte, dass sie da waren. Halt, weil man immer diesen Arbeitsalltag hat und dann halt das nicht so merkt. Ich habe manische Depressionen bekommen und Panikattacken. Und sobald ich dann wieder angefangen habe mit Arbeiten, war es zwar wieder okay, aber ich dachte so, das kann ja eigentlich nicht sein. Also, ne? Genau. Einmal das Psychische von der Pille und dann, wenn es um die Liebe geht, beim Schnitt oder Denk quasi, Schmierung blieb über Jahre aus. Scheidentrockenheit und sowas. Wenn man zwar Bock hat, aber einfach nicht.
feucht wird, ist ein großes Problem durch die Pille. Und das kommt hundertprozentig durch die Pille, das weiß ich. Ja, Verlust der Libido. Ja, solche Sachen halt, ne? Das ist auch nicht so geil. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich konnte total durcheinander mit reden und schminken, das geht gar nicht klar. Das waren so die Sachen, meine Beschwerden, die ich durch die Pille wahrscheinlich hatte. Jetzt komme ich noch dazu, was ich durch die ganzen Videos und durchs Belesen auch noch so erfahren habe. Einmal halt wirklich Thromboserisiko mit Rauchen, weil ich bin Raucherin, das wissen einige vielleicht von euch. Ja, dann so Sachen wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Ja, das war dann auch so ein Grund, wo ich dachte, okay, hat mir auch nie jemand erzählt. Wird als den meisten als kleines Mädchen, als Teenager dann verschrieben und wird meistens gar nicht aufgeklärt, wo ich mir denke, ja, voll in Ordnung, lass die Pharmaindustrie mal Geld machen. Hauptsache die Kiddies kaufen das. Ja, und was ich dann halt auch so gehört habe, dass man seine Periode eigentlich gar nicht richtig hat während der Pille, sondern dass das, man ist ja die ganze Zeit scheinschwanger und hat halt keinen Eisprung. Und die Periode, ist ja, die man in der Pillenpause dann hat, ist ja eigentlich eine Entzugsblutung, weil der Körper denkt, man ist nicht mehr schwanger, weil man die Hormone in der Woche nicht mehr bekommt und dann quasi eine Fehlgeburt einleitet. Wie pervers ist das denn bitte? Sollte man sich überlegen, wenn man die Pille nimmt. Natürlich bin ich kein Arzt, wenn ihr sagt, die Pille funktioniert bei mir super und ihr habt gar keine Beschwerden, dann do it, go for it. Also hört da nicht auf mich, ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten und dass es mir halt nicht so gut getan hat. Und ich finde das einfach so krass, mit Hormonen in den Körper einzugreifen, das ist einfach nicht mehr natürlich und ich weiß nicht, das hat mich immer mehr und mehr dazu bewegt, wirklich nicht mehr, ich will keine Hormone mehr in meinem Körper haben. Ich will schauen, wie mein Körper selber die Sachen macht und sich selber reguliert. Der wird schon wissen, also die Natur wird schon wissen, warum sie das bei uns Frauen alles so eingerichtet hat und ne? Das ist mir jetzt erstmal alles bewusst geworden. Dann fragt ihr euch bestimmt, wie verhütet sie jetzt? Also ich vermute mal, dass ihr euch das fragt, weil, ne, wollte ich halt auch mal erzählen. Und zwar hatte ich mir den Gedanken gespielt, mir eine Kupferspirale einsetzen zu lassen. Und zwar, ich bin ja mit meinem Freund umgezogen in eine andere Stadt. Und habe dann quasi auch den Frauenarzt gewechselt. Also ich war bei einer Frauenärztin, die kannte mich schon, seitdem ich im Bauch meiner Mama war. Aber die geht jetzt wahrscheinlich auch bald in Rente. Und ja, da dachte ich mir, ich wechsle dann einfach hier hin. Der Weg ist eh viel, viel kürzer und das ist dann nicht so stressig, wenn man mal Termine wahrnehmen muss. Und zwar habe ich das angesprochen, dass ich die Pille gerne absetzen möchte und eine Kupferspirale haben möchte. Direkt beim ersten Termin. Weil ich wollte das so schnell wie möglich abhaken, das Thema. Und ich habe mich da halt auch nicht informiert. Ich wusste nicht, dass das nicht alle Frauenärzte machen. Wusste ich nicht. Sondern nur ein paar Auserwählte und dass man dafür meistens auch ins Krankenhaus muss, das wusste ich alles nicht. Zu meinem Glück bin ich aber direkt bei einem Frauenarzt gelandet, der oben im OP hat. Und das direkt macht. Also das war halt Glück einfach. Der Zufall wollte es so. Und ja, da habe ich das dann angesprochen und er hat mir dann auch gleich den ersten Termin gegeben, der frei war. Und bei der Kupferspirale, beim Einsetzen ist es ja so, wenn man noch kein Kind bekommen hat, also früher war immer so, es war immer so der Mythos, man kann sich nur eine Kupferspirale einsetzen lassen, wenn man schon ein Kind bekommen hat, dass der Gebärmutterhals dann schon geöffnet ist, der Muttermund und alles, und das dann nicht so schmerzhaft ist, den zu öffnen und zu dehnen erstmal, damit man das in die Gebärmutter einsetzen kann. Und da ich ja noch kein Kind bekommen habe, die Information wusste ich vorher übrigens auch nicht, das wurde mir dann im Nachhinein nur erzählt, hat er direkt gesagt, dass wir eine Vollnarkose machen. Dass es halt erstens nicht so weh tut, weil er bei vielen Frauen schon die Erfahrung gemacht hat, dass die wirklich sehr große Schmerzen hatten. Und deswegen müsste das auch am dritten Tag der Menstruation eingesetzt werden. Und es ist dann immer schwierig, einen Termin zu finden, weil wegen Pillenabsetzen muss sich der Zyklus ja auch erstmal regulieren. Der ist ja eigentlich regelmäßig bei den meisten. Und ja, deswegen
es ist halt schwierig, einen Termin zu finden und deswegen hat er direkt gesagt, ey komm, wir machen das direkt mit Vollnarkose, dann musst du deine Tage nicht haben. Dann ist es egal, ob du schon ein Kind bekommen hast oder nicht, dann funktioniert das trotzdem. So, und wie es der Zufall wieder wollte, ich habe mein letztes Pillenblister zu Ende genommen und zufällig war der OP-Termin genau in dieser Pillenpause. Und zufällig war es auch genau am dritten Tag meiner Menstruation. Das war pure Zufall, ich habe nichts geplant, ich hatte einfach wirklich Glück. Kann man so sagen. Also viele planen dann und dann müssen sie es wieder verschieben, weil es dann irgendwo auf ein Wochenende fällt oder dann passen die Termine beim Frauenarzt nicht, die OP-Termine, wenn der dritte Tag ist. Und ja, also es war super einfach bei mir und ich hatte einfach wirklich Glück, dass dieser Termin genau auf den dritten Tag meiner Menstruation gefallen ist und in der Pillenpause, sodass ich nahtlos von Pille zu Kupferspirale übergehen konnte. Ich habe das Gefühl, ich rede total durcheinander. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Ich versuche gerade einfach alles irgendwie aus mir rausplaudern zu lassen, weil ich selber total durcheinander mit Schminken und Reden hier. Das ist, wie schaffen das Leute? Das ist total schwierig. Mein Make-up sieht danach bestimmt total kacke aus. Wenn es euch noch interessiert, welche Kupferspirale ich verschrieben bekommen habe, ich habe die Femena Gold Clip Kupfer, also schon Kupferspirale. Und da sind aber noch irgendwie Goldclips dran. Die sollen auch für irgendwas gut sein. Weiß ich gerade nicht genau. Muss ich mal googeln. Muss ich auch mal googeln. Warum habe ich überhaupt Gold in meiner Gebärmutter? Ich habe dieses Rezept dann in der Apotheke eingelöst und habe mir dafür 25 Euro diese Kupferspirale gekauft. Weil ich glaube, das liegt daran, dass ich schon über 22 bin. Beziehungsweise, dass ich schon 22 bin. Deswegen bezahlt es die Kasse nicht und ich musste auch zum OP-Termin 130 Euro in bar mitbringen. So viel hat nämlich die OP gekostet. Aber wenn ich das dann rechne, auf wie viele Jahre die in meiner Gebärmutter drin ist und wie viel Geld ich in diesen Jahren für die Pille ausgegeben hatte, das rechnet sich auf jeden Fall. Von daher war mir das scheißegal. Ich dachte mir so, Hauptsache keine Pille mehr. Genau, was kommt denn als nächstes auf meiner Liste? Ablauf der OP. Also ich habe mir in der Apotheke noch, oder sollte ich mir noch holen, Antibiotika sollte ich mir noch holen. Was ist denn jetzt mit dem Akku los? Wollt ihr mich verarschen? Wahrscheinlich gleich nochmal laden und nochmal warten. Klasse. Und dann ist mein Freund zu Hause, dann habe ich wieder keine Ruhe. Die Antibiotika sollte ich 4 Stück am Tag der OP und 4 Stück am Tag nach der OP nehmen. Einfach, dass ich nicht, dass so das Risiko ist, dass sich irgendwas entzündet. Das kann ja dann sich auch zum Herzen hin irgendwie entzünden oder so. Ich bin dahin und musste auf jeden Fall nüchtern sein, eben wegen dieser Vollnarkose. Also ich hatte die OP früh um 8, deswegen war das ganz angenehm. Ich durfte nicht rauchen, weil sich sonst der Magensaft irgendwie aktiviert und bei der Vollnarkose in die Lungen schwappen kann und das ist lebensgefährlich. Ich durfte bis zu 4 Stunden davor nichts trinken und bis zu 6 Stunden davor nichts essen, also Abendbrot ging noch klar. Aber dann an dem Tag auf jeden Fall erstmal nichts mehr. Ich sollte mir dann noch was zu essen und was zu trinken mitbringen, dass ich nach der OP noch was zu mir nehmen kann. Da habe ich natürlich auch das Antibiotikum vor der OP früh nicht genommen, sondern erst auf später gesetzt, weil dann wäre ich ja nicht mehr nüchtern gewesen. Dann bin ich hoch in den OP und mich hat schon so eine Narkoseärztin erwartet. Ich habe mich dann dahingesetzt auf das Bett, die hat mit mir erstmal gequatscht und hat mich so ein bisschen was gefragt. Hat mich auch gefragt, ob meine Zähne alle fest sind. Ich denke mal, weil man die sonst verschlucken könnte, falls da welche locker sind. Die hat mich aufgeklärt. Helga! Halt doch nicht deinen Arsch noch in die Kamera. Helga, du machst mich fertig. Wir haben alles abgeklärt und sie hat mich gefragt, es ist eigentlich nicht nötig, mich komplett wegzuballern mit der Narkose, sondern dass ich in einem leichten Dämmerungsschlaf bin, das geht auch, dass sie mir quasi das Schmerzmittel geben und dann nur ein bisschen von dem Schlafmittel, dass ich so quasi noch so ein bisschen Dämmerschlaf bin und noch so ein bisschen höre, was sie machen. Ich bin ein toughes Mädel, also ich halte viel aus, deswegen habe ich gesagt, ja, das geht auch, da muss man meinen Körper nicht komplett ausnocken, da müssen sie mich auch nicht beatmen. Das geht schon klar. So,
Und dann habe ich aber noch zu ihr gesagt, falls ich aber irgendwie aufmucke oder Stress mache oder so, weil ich weiß ja nicht, wie ich reagiere, wenn ich dann da so liege, können sie auch auftreten und mich komplett schlafen lassen. Ja, dann hat sie mir so ein kleines Schnäppchen gegeben. Schnäppchen. Das war so ein Shot. Und der hat saubitter geschmeckt und ich dachte mir so, sie sagt so, ja, das bereitet sie so ein bisschen auf die Narkose vor. Und ich so, ach, cool, okay, dann weitet das so ein bisschen meine Arterien und alles. Ja, dann nehme ich das besser auf. Ha, denkste. Ich habe das dann getrunken und saß dann da und irgendwann... Ich bin ganz schön high. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich was geraucht. Ich war so high. Und dann hat die mich schon so entgegengenommen, so in den Arm genommen so und hat mich schon so gestützt und in den OP getragen. Und ich fragte die so, war da schon was drin? Irgendwie bin ich, ist mir ganz komisch. Und die so, ja, da war schon was drin. Ich so, ach, schön für die Information, danke. Dann nehmen wir mal die Norwina, passend zum Hintergrund. Die Pinsel sind alle dreckig. Hätte ich auch mal sauber machen können. Ja, und dann lag ich auch schon auf dem OP-Stuhl. Die Schwester hat mir noch geholfen, meinen Slip auszuziehen. Dann habe ich mich da drauf gesetzt. Dann wurde erstmal alles desinfiziert mit so einem sehr kalten Tuch. Ja, dann hatte ich es, glaube ich, gesagt mit, falls ich irgendwie Stress mache, können sie auch aufdrehen. Und dann war ich schon so leicht weg. Und dann habe ich nur gemerkt, wie mir das irgendwie nicht so ganz gefallen hat wahrscheinlich, was sie da unten gemacht haben. Und dann war ich so... Und dann hat sie wahrscheinlich aufgedreht und dann war ich weg. Irgendwann bin ich dann wieder aufgewacht. Ich habe in der Zwischenzeit auch was Schönes geträumt. Also es war wie ganz normal schlafen. Und also für mich war das eine krasse Erfahrung, weil ich hatte noch nie eine Vollnarkose. Es war mein allererstes Mal. Und dann habe ich direkt gesagt, hä, sind wir schon fertig? Das ging aber schnell. So als ich noch gar nicht richtig aufgewacht bin. Weil ich habe halt gar kein Zeitgefühl gehabt. Das hat sich angefühlt wie 5 Minuten schlafen und dann wieder aufwachen. Und dann bin ich rübergegangen. Beziehungsweise haben die mich rübergetragen, wieder in den Aufwachraum, dann habe ich mich doch kurz hingelegt, nochmal kurz ein bisschen geschlummert, aus dem Fenster geguckt. Habe mich dann langsam hingesetzt, ins Brötchen gebissen und habe ich auf die Uhr geguckt und dann waren auch schon 1,5 Stunden rum. Und ich dachte, das wären so 10 Minuten also. Und dann habe ich auch gemerkt, wow, ich habe Unterleibsschmerzen. Heftig, das habe ich lange nicht gehabt, weil die ganze Zeit, wo ich die Pille nicht genommen habe, hatte ich halt bei meiner... Regel gar keine Unterleibsschmerzen. Überhaupt nicht, gar nicht. Also null, nada, niente. Vielleicht mal so ein kleines Ziepen so in der Woche davor, aber ansonsten nicht. Und da habe ich ihr das auch gesagt, hier, ich habe ein bisschen Unterleibsschmerzen. Die so, ja, das ist total normal. Das war, du hast ja gerade eine OP hinter dir. Und ja, das war ganz normal. Ja, dann habe ich mich dann noch ausgeruht, was gegessen, was getrunken. Dann habe ich mich langsam angezogen und dann hat mich meine Mama auch schon abgeholt. Man muss sich da nach einer Narkose von einer erwachsenen Person abholen lassen. Ich meine, der Frauenarzt ist zwar fast neben meiner Haustür, aber meine Mama musste mich trotzdem abholen. Ich hatte Glück, dass sie frei hatte. Dann hat sie mich abgeholt und war dann noch eine halbe Stunde mit ihr. Eigentlich hätte sie den ganzen Tag da bleiben müssen, 24 Stunden. Aber ich hab dann wieder alles gut auf die Reihe bekommen. Ich war dann abends sogar noch am See mit Freunden und dann haben wir noch gegrillt. Und ich habe dann gar nichts mehr gespürt nach der OP. Also wirklich, ich hatte die Schmerzen nur so ein paar Stunden nach der OP noch und dann war alles gegessen. So dass wir zwei, drei Stunden dann auch noch Schmerzen gehabt haben und dann war es das aber auch. Dann habe ich mich wieder ganz normal gefühlt, wie immer. Ich muss sagen, ich glaube, mein Frauenarzt hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Also ich habe mir die einsetzen lassen am 22. Juni und eigentlich am 21. Juli wurde jetzt verschoben, aber da hätte ich eigentlich dann einen Kontrolltermin gehabt. Heute ist der 7. Juli. Also habe ich jetzt quasi 2 Wochen ungefähr meine Kupferspirale und die Pille abgesetzt. Und ja, genau, da habe ich nochmal einen Kontrolltermin, dass alles so gut liegt, wie es sein soll. Und ja, dann ist das Thema erstmal für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Gegessen. Letzter Punkt, was erhoffe ich mir vom Absetzen der Pille? Nachdem der Akku jetzt geladen hat, haben wir uns noch einen wunderschönen Liebesbrief von unserer lieben Kate durchgelesen. Einmal halt die ganzen Beschwerden, die ich euch vorhin schon gesagt habe, dass die halt weggehen. Unter anderem halt, dass ein paar Kilos wieder runterkommen in Form von Wassereinlagerung oder Fett oder was weiß ich nicht. Bei manchen geht ja dann auch der Appetit zurück, wenn die Pille absetzen.
Und was mache ich, um das Ganze zu unterstützen? Ich werde morgen wieder mit meinen Workouts anfangen. Also das ist jetzt kein krasser Sport, wo man sich richtig verausgabt. Das sind halt so Morning Workouts. Aber dass man überhaupt ein bisschen Sport vielleicht macht, das wäre vielleicht, glaube ich, schon mal ganz gut. Und zum Entwässern versuche ich jetzt auch wieder ein bisschen, beziehungsweise allgemein zu entgiften, ein bisschen Intervallfasten mit einzubauen. Und ja, ich trinke halt am Tag 2 solche, kennt ihr diese Smoothie-Gläser, diese großen, wo 750 Milliliter reinpassen? Da, die befülle ich mir jeden Tag 2-mal mit Pfefferminz, Ingwer oder Brennnesseltee halt, was entwässernd wirkt. Sport mache ich eigentlich regelmäßig, also 3-mal die Woche ein Workout, aber habe ich jetzt in den letzten Wochen nicht gemacht, weil ich nicht wollte, dass ich mir wieder meinen Nagel abhaue. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich mir fast meinen kompletten Naturnagel abgerissen habe. Da musste jetzt auch schon zum 2. Mal im Studio aussetzen. Und ja, der ist jetzt wieder relativ fest, deswegen denke ich, ich kann damit jetzt wieder beginnen. Dann, ja, hoffe ich halt einfach die ganzen Beschwerden, die ich euch vorhin schon gesagt habe, dass die halt weggehen, dass halt mein Libido zurückkommt, dass ich wieder ganz natürlich meine Periode habe und ja, dass halt einfach alles besser wird. Ich habe bei vielen schon gehört, dass die dann richtig schlechte Haut bekommen, was ich ja auch vor der Pille nie wirklich hatte, deswegen mache ich mir da jetzt keine Gedanken drum. Oder Haarausfall, da habe ich jetzt nicht so Angst, dass es bei mir kommt. Ich habe jetzt auch noch nichts festgestellt. Ich habe jetzt die Pille vor 2 Wochen ungefähr abgesetzt. Ja, aber man merkt halt, dass mein Körper noch so ein bisschen verwirrt ist, dass die Hormone auf einmal nicht mehr da sind. Denn ich weiß nicht warum, weil eigentlich war es ja in der Gorung, ging ja mit dem Absetzen der Pille immer weg, aber ich habe irgendwie neue hinzubekommen. Gerade an den Beinen und an den Knöcheln. Ich hoffe, dass das jetzt kurz kommt, weil mein Körper noch so ein bisschen verwirrt ist und dann wieder komplett weggeht. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon irgendwie Erfahrungen gemacht habt. Also ich merke jetzt schon nach den 2 Wochen, dass ich von der Psyche her viel ausgeglichener bin. Viel ruhiger auch und viel fröhlicher. Und die Schmierung funktioniert wieder. Das ist doch was. Jedenfalls war das eigentlich alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. Und ich habe auch vor, Updates zu drehen, wie es nach dem Absetzen der Pille ist. Also man sagt ja, nach 1 Jahr ungefähr normalisiert sich wieder alles, den Körper, dann müsste das alles raus sein. Und deswegen würde ich, glaube ich, nach 3, nach 6, nach 9 Monaten und nach 12 Monaten ein Update-Video für euch drehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr auch immer schön dabei seid. Ich habe da jetzt auch gar kein Blatt vor den Mund genommen, weil ich mir denke, wenn sowas als Tabuthema abgestempelt wird, dann guten Morgen, Marie. Ich finde, man sollte über sowas offen reden können. Und weil es ist ja auch völlig natürlich. Also, ach ja, übrigens ist das fertige Ergebnis. Ja, ist jetzt nicht sehr aufregend, aber Fokus bitte. Fokus. Focus on me. Focus on me. Hallo. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Hier findet ihr mein letztes Video. Hier findet ihr mein vorletztes Video. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.